Hallo, Raffi hier mit einem neuen Video zum Thema Marvel. Und zwar möchte ich euch heute meine Top 5 Marvel-Bösewichte vorstellen. Ja, los geht's mit meiner Nummer 5, Ghost, die in dem Film Ant-Man and the Wasp vorkommt. Und die halt auch sehr gute Fight-Szenen in dem Film hat. Also da war ich echt sehr begeistert von dem Charakter in diesem Film. Auf meiner 4 Eric Killmonger, der in dem Film Black Panther vorkommt. Und ja, der nicht nur so ein Schema-F-Bösewicht ist, sondern auch eine echte Motivation hat gegen Black Panther oder gegen die Bewohner von Wakanda anzutreten. Auf der 3 ist bei mir Hela. Aus dem Film Thor Tag der Entscheidung, dem dritten Thor-Film. Und ja, Hela ist sogar die Halbschwester von Thor. Und hat solche overpowered Kräfte, dass sie sogar Thors Hammer zerstören kann. Auf meinem Platz 2 ist Loki, der in allen drei Thor-Filmen vorkommt. Dazu noch in dem ersten Avengers-Film. In Avengers Infinity War und in Avengers Endgame kommt Loki auch vor. Ja, Loki ist halt so ein interessanter Charakter, ne, weil der ist ja so sehr ambivalent. Also mal ist er auf der Seite von Thor, mal versucht er wieder Thor zu hintergehen, ne? Und deshalb ist Loki bei mir auf dem Platz 2 der besten Marvel-Bösewichte. Und auf meinem Platz 1 natürlich Thanos aus Avengers Infinity War und Avengers Endgame. Der halt so ein überkrasser Bösewicht ist und sogar so overpowered ist, dass er sogar den Hulk fast besiegen würde, ne? Okay, das sind meine Top 5 Marvel-Bösewichte und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Video.